Dann gibt es Unternehmer, die stellen die Frage nach der Ausgabenbereitschaft, aber die stellen sie nicht mit der richtigen Methodik. Ich bin angefangen damals, Mut zu fassen und habe die Frage gestellt, Mensch, über einen Punkt würde ich noch mal gerne mit Ihnen sprechen. Wie viel möchten Sie denn für das Badezimmer ausgeben? Was möchten Sie denn für die Dachsanierung investieren? Diese Fragetechnik hat den riesen Nachteil, dass der Kunde den ersten Wert in den Raum wirft. Der Kunde ankert sozusagen den ersten Wert. Und auch wenn er das vielleicht gar nicht taktisch im Sinne eines Einkäufers meint, aber es ist so, dass er verkaufspsychologisch den ersten Anker wirft an der Stelle. Und das ist nicht gut. Vor allen Dingen ist das nicht gut, wenn der Kunde bereit wäre, Ausgabenbereitschaft für ein Badezimmer als Beispiel 50.000 Euro auszugeben, der wird dir nicht 50 sagen. Der wird dir maximal, wenn überhaupt, 40 sagen. Vielleicht sogar auch nur 35 oder 30. Warum? Weil im Kopf des Kunden noch drin ist, wird doch eh alles teurer. Wird doch eh alles teurer. Also von daher, glaube nicht, dass das, was der Kunde dir sagt auf diese Frage, seine tatsächliche Ausgabenbereitschaft ist. Und du solltest die erste Zahl ankern. Du solltest die erste Zahl ankern.